Hallo, wir sind hier am Stand der Telekom auf der IFA 2013 in Berlin. Hinter mir sehen Sie das Telekom Speedport W724V, ein IP-basierter WLAN-Router. Das heißt also, um diesen nutzen zu können, brauchen Sie einen IP-Anschluss der Telekom, der viele Vorteile bietet in Verbindung mit diesem Gerät hinter mir. Und einem IP-Anschluss können Sie optional kostenlos WLAN2Go aktivieren an Ihrem Anschluss. Das heißt, Sie stellen die nicht verwendete Bandbreite Ihres DSL- oder VDSL-Anschlusses zur Verfügung für andere Kunden, rechtlich auch völlig getrennt Ihr Netzwerk. Das heißt, es kommt niemand auf Ihre Daten und Sie haben auch kein Haftungsrisiko, wenn irgendwas Illegales passieren sollte mit dem Gastzugang, in Anführungsstrichen, mit dem Phone-Hotspot. Und im Gegenzug erhalten Sie Zugang zu allen Phone-Hotspots in Deutschland, die bereits aktiv sind und auch in den kommenden Jahren weltweit hinzukommen, mit in Kooperation mit Phone. Und zusätzlich erhalten Sie auch Zugriff auf alle 12.000 bis 15.000 Hotspots der Deutschen Telekom, zum Beispiel auf ICE-Strecken, in Flughäfen, in Hotels und so weiter. Alles das ermöglicht das W724V hinter mir. Wie gesagt, zwei getrennte WLAN-Netzwerke, Ihr eigenes privates WLAN-Netzwerk und zum anderen natürlich das Phone-WLAN. Ja, hier nochmal das W724V von hinten. Das Gerät verfügt über Gigabit WLAN und Gigabit LAN, also die gelben Schnittstellen, das sind Gigabit Netzwerkschnittstellen, also bis zu 1000 Mbit. Aber auch per WLAN wird das der neue AC-Standard unterstützt. Das heißt also, damit sind dann auch 1300 Mbit pro Sekunde per Funk möglich. Ansonsten halt der DSL-Uplink, also Anschluss an den IP-Anschluss der Telekom. Ein Splitter wird übrigens nicht mehr benötigt. Das funktioniert einfach nur mit diesem Router hinter mir. Verschlüsselung, Firewall, natürlich alles vorhanden, sicherer Standard. Und zusätzlich auch vorhanden noch USB-Schnittstelle zum Anschluss von Festplatten oder Netzwerkdruckern. Ja, ein gutes Kombiprodukt. Informieren Sie sich auf unserer Seite über WLAN2Go und den IP-Anschluss der Telekom.